Oh no. Wow. Dude. What the fuck? Bro. Oh Gott, sag jetzt nicht, ich muss den jetzt da fighten. Hat deswegen auch die ganze Muni. Ich krieg die Krise, ey. Okay, dann mal los. Wir kämpfen gegen Scorpio und ich weiß nicht, wohin wir ausweichen sollen. Oh Gott! Ich komme ja gar nicht an dem vorbei. Billy. Lass mal nachladen. Kurz überlegen. Hier war noch so Erste-Hilfe-Spray, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir es ablegen wollen. Das ist wieder die Box. Okay, dann muss das so gehen. Hier ist das Spray. Können wir noch ein paar Patronen mitnehmen? Ja. Das war dieser Skorpion und ich habe da irgendwie gar keine Chance, irgendwie auszuweichen oder so, aber face your fears. Boah, Rebecca, ey, du musst richtig was einstecken. Ich glaube... nicht, ob der resettet wird. Ich hoffe, der wird nicht resettet. Aber normalerweise nicht, weil der stand ja vorher dann auch wieder an dem gleichen Punkt. Reload. Dreck. Du Kackvieh. Oh no.
Gott, ich habe Angst, dass es noch nicht vorbei ist. Okay, es ist vorbei. Oh, shit. I'm fine, thank you. Hast du was gedroppt? Nee. Alles kaputt gemacht hat er. Hier ist ein Schürhaken. Oder was war das? Das war irgendein Klappenöffner. Ein Öffner. Ja, dekadent. Bei uns hat man das mit der Hand gemacht. Die haben mir einen Klappenöffner. Könnte jetzt auch einfach wieder speichern. Ach komm. Dekadenz ist mein Lifestyle. Und ich liebe diese Musik. Ja, unsere Rebecca hat ganz schön viele Heal-Items verschlungen jetzt. Aber wir können jetzt unseren Freund Billy befreien. Und dann mal weiter gucken, hätte ich gesagt. Was war denn da? Nee, da oben. Achso, da ging es nicht weiter, weil da dieses Schlabberzeug war auf dem Flur. Noch eins weiter. Ich muss mal kurz wohin? Bis gleich. Hier bin ich auch schon wieder nach einer kurzen Pinkelpause. So. Geben wir mal dem Billy diesen Eispickel. Ich glaube, Backtracking ist in dem Game auch eine ziemlich große Geschichte. Weil diese Munitionsbox, die da rumstand, die würde ich jetzt ungern einfach auch da liegen lassen. Und ich würde auch sagen, dass wir die uns jetzt dann einfach, wenn der Billy wieder da ist, holen. Weil wäre doch schade, wenn wir das liegen lassen. So eine schöne Tür. Oh, ein brennender Zombie. Oh Gott. Erschreck mich halt, alter Schwede, ey. Da war vorher noch niemand. Drücke mal Start. Ja, aber was ist denn da? Was soll denn da unten sein? Billy, geh du mal ein bisschen voraus. Die Rebecca, die hat jetzt schon richtig viel erlebt.
come on. Okay. I'll check it out. Roger. This way. Okay. This way. Immer schwierig mit den mit den Kamerawinkeln dann irgendwas zu treffen. Hey. Oh Gott. Ja, gerade ausgesprochen, schon 5-mal vorbeigeschossen. Wir wollen nur hier durch. Wir wollen nur hier durch. Wir wollen uns die Munition krallen. Diese Schlüsselkarte. Habe ich die? Nee, ich habe die nicht auch. Ich habe die doch nicht aufgesammelt, oder? Da stand doch irgendwie, die ist in meiner Jacke. Verwirrt. Oh, diese Zombies, die aber dann immer wieder aufstehen, ist auch eine Plage, ey. Eine Plage. Gewehrmunition. Oh Mann, die Rebecca, die hat schon wieder richtig gelitten. Wir haben aber auch nichts mehr. Mist, gut gemacht. Da ist ein Rifle. Da ist ein Rifle. Glaub's nicht, ey. Ich voll verpennt hier zu gucken. Das Bild zeigt eine riesige windgepeitschte Ebene. Den Schrank können wir nicht. Die ganzen Heal-Items habe ich schon verprasst. Jetzt mal gucken, ob der Billy da dieses Schleimzeug wegmachen kann. Wir wollen zu Billy. Sieht gut aus. Das ist es aber nicht so. Boah, die Shotgun. Oder? Das ist doch so eine, ja, so eine Flinte. Nee, lieber die Pistole. Unbedingt auf die Rebecca besser aufpassen, die Arme. Ich verstehe es gerade trotzdem nicht. Haben wir jetzt diese Karte aufgehoben oder? Weil Rebecca, die ist nicht in seiner Jacke, die ist in der Tasche. Habe ich sie jetzt vielleicht? Okay, dann müssen wir wohl da in der Küche. Nach unten. Thank you.
Genau. Können gleich beide. Schön die Munition verballern. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass wir wahrscheinlich eh bald keine mehr haben. Denn der Munitionsvorrat? Ah, zwei Schuss noch. Die hat noch. Oh Gott. Ja, schön die Munition raushauen. Ich habe doch auch so ein Messer. Ja, ich weiß nicht, ja, ein bisschen immer Respekt davor, das Zeug zu benutzen. Ja, dann müssen wir halt in den Wartungsgang. Och nö. Ja, ja, Mädchen. Dem Billy juckt es halt gar nicht. Und die. Wer bin ich jetzt? Ah, ich bin die Rebecca, das passt schon. Den juckt es halt gar nicht und die Rebecca, die fällt halt gleich. Gibt gleich aus den Latschen. Aber. Ja, weil ich jetzt auch der Rebecca glaube, das Gewehr überlasse, damit die überhaupt dann noch eine Waffe hat. Ja, platzmäßig sieht es in dem Gewehrmunition sollte ich ja auch geben. Das sieht immer gut aus hier. Benzinkanister nehmen wir mit. Oh, ich dachte, das wären auch Pistolenmunition. Seltsamer Geruch umgibt den Käfig. Goldring. Ist das der für den Ding? Für die Aktentasche? Okay. Zumindest eins. Hä, ist das eine Harpune? Zur Verwendung Hebel drücken und Sperre lösen. Und Greifarten. Das ist eine manuelle Bremse. Dafür brauchen Sie eine Magnetkarte. Ach, auch wieder.
Okay, dann. Ist überhaupt noch einer von euch beiden? Okay, belegt trotzdem Platz. Boah, ist ganz schön laut hier. Ganz schön laut. Den Willi nachladen lassen. Jetzt haben wir zwei Plätze. Und dann läuft jetzt der Willi hier hin. Die Rebecca hier hin. Drückt den Hebel und der Billy holt sich den Greifhaken. Greifhaken Bedienungsanleitung. Warnung: Dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggons hier zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden. Nach Verwendung an den richtigen Ort zurückbringen. Hinweise zur Verwendung. Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Zweitens, klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilogramm wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Okay, das muss wieder die Rebecca allein erledigen. Dann okay. Das ist dieses kleine Fenster da. Oh, die arme Rebecca. Die will gar nicht mehr mitkommen.